Hallo meine Hübschen, ich lese ja gerne Nachrichten. Wisst ihr ja, ich gucke sie mir nicht an, ich lese die ja. Und ihr wisst ja, dass in Syrien, in Damaskus, auf diese Botschafter Bomben gefallen sind oder Drohnenangriff. Jedenfalls sind da ja hochrangige iranische Persönlichkeiten der Armee, Verteidigung, wie auch immer, zu Tode gekommen. Und wenn wir uns mal daran erinnern, Irmeier hat doch gesagt, dass ein neuer Nahostkonflikt aufflammt. Könnte es jetzt soweit sein? Denn umsonst warnt die USA nicht vor einem Vergeltungsangriff. Zudem hat ja auch die USA Israel die Unterstützung zugesagt. Und da ja Israel Atomwaffen hat, könnte es sehr ausarten, weil ich weiß nicht, hat der Iran Atombomben? Da können wir ja mal gucken, ob der Iran hat. Gucken wir mal, Iran. Gucken wir mal, schon jetzt verfügt der Iran über nuklear waffenfähige Raketen. Also denke ich mal, es wird zwar nicht offiziell bestätigt sein, aber er wird wohl welche haben. Also so meine Vermutung. Man kann es nicht behaupten, aber man kann es vermuten. Also, ja, was meint ihr da dazu? Ist es jetzt soweit, dass der neue Nahostkonflikt, wie Irmeier den prophezeit hat, jetzt beginnt und sich eine neue Prophezeiung und Vorhersehung von Irmeier bestätigt? Was meint ihr da dazu? Schreibt es unten in die Kommentare, lasst ein Like da und vergesst das Abo nicht. Tülütü!